Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Stadtwimmelbuch Dresden von Wolfgang Slawski vorstellen. Es ist 2012 im Potsdamer Willegoos Verlag erschienen. Und es behandelt, wie der Titel schon sagt, die Stadt Dresden als Wimmelbuch. Wir sehen hier eigentlich so eine typische Stadtszene von Dresden. Die Brühlsche Terrasse mit der Frauenkirche, ein Albertinum, Ständehaus, hinten das Schloss und die Hofkirche. Aber auch wenn sozusagen dieser Blick auf die Brühlsche Terrasse so ja, typisch ist und sehr traditionell, ist das Bild doch recht frisch. Ganz einfach, der Blick ist von der Elbe aus, ein Schiff, Dampfschiff der Weißen Flotte, so heißt hier die Reederei, kommt von rechts ins Bild gefahren. Wir sehen hier schon eine Figur, die immer wieder in dem Wimmelbuch auftaucht, die Graue Gans Gundje. Und hier ist eine andere Szene, dieser rote Luftballon mit dem weißen Zettel. Und allein sozusagen diese Perspektive von der Elbe auf die Stadt ist schon ja, innovativ und anders als bei den sonstigen Stadtwimmelbüchern, die es über Dresden gibt. Und dieses Konzept, das zieht sich sozusagen so durch. Schlagen wir mal hier auf, da haben wir so eine Art Überblicksseite, so eine Art Stadtplan, ganz grob natürlich eingezeichnet, also hier die. Sehen wir die Elbe, von der Sächsischen Schweiz kommt, weiter nach Meißen fließend. Dann das Bahnnetz. Hier ist der Hauptbahnhof, hier ist der Neustädter Bahnhof. Und wir sehen als eine Art Inhaltsverzeichnis die folgenden 10 Wimmelszenen. Und da ist es auffällig, dass das so traditionelle, typische, touristische Dresden-Szenen gibt, also wie hier die Frauenkirche mit dem Neumarkt oder die Hofkirche. Aber es gibt eben auch ganz andere Unbekannte, die auch für das Buch für die Einheimischen und nicht nur für Touristen interessant macht. Die Elbwiesen, den Waldspielplatz im Albertpark oder auch zum Beispiel der Dresdner Zoo, der sonst eigentlich nicht so in den Touristenbüchern vorkommt. Auf jeder Doppelseite findet wir dann so eine Szene von den 10. Und hier haben wir den Neumarkt mit der Frauenkirche. Und alle Elemente, die so typisch für die Stadt Dresden sind, die kann man hier erkennen. Also die Frauenkirche natürlich. Dann hat ein Straßenkünstler hier den goldenen Reiter hingezaubert. Hier diese barocke Szene. Dresden als Barockstadt. Hier der barock gekleidete Herr, der ein Hufeisen auseinanderbiegt. Das erinnert an die Szene von Augusten Starken über seine Anekdote. Die Cafés, die es am Neumarkt gibt. Das Luther-Denkmal, also alles ist genauso hier abgebildet, wie es, also jetzt abgesehen von der Straßenmalerei, wie man es erkennen kann, also sehr getreu genau, aber trotzdem nicht überfrachtet. Einzig und allein etwas verwundert, so als Einheimischer ist man über diese Dynamo-Fahne, denn die findet man am Neumarkt nicht so. Aber Dynamo ist natürlich auch ein Teil von Dresden, irgendwo muss das rein. Es überrascht natürlich, dass gerade genau in dieser Szene hier die Dynamo-Fahne zu sehen ist. Wieder auftauchend sind hier die Herde, die Vogelschar an Graugänsen und hier ist wieder Gundje zu sehen mit ihrem roten Schal. So geht es weiter. Ich glaube, überblättert. Ja, dann geht es in die Elbwiesen. Wir sind im Frühling, Spätfrühling, dann im Sommer. Hier diese typische enge Szene von der Madonna, die im
bei den alten Meistern zu sehen ist. Die Elbwiesen, hier die Hofkirche, das Schloss und die Semperoper zu sehen. Die Bilder sind nicht so überfrachtet wie so manch anderes Wilmersbuch, sondern man sieht so viele Details, dass es nicht langweilig wird, aber auch nicht so, dass man jetzt überhaupt nicht mehr sich zurechtfindet und vor lauter Figuren und Geschichten da drinnen komplett den Überblick verliert. Und das zeichnet auch dieses Buch positiv aus. Dann geht's zum Zoo. Also wenn ihr Dresdner Zoo kennt, der kennt ganz genau, welches Gehege wo ist. Das stimmt alles. Hier der Flughafen. Die erwachsenen Musikfreunde, die werden Erinnerungen bekommen bei dieser Szene. Der Albert spielt der Waldspielplatz im Albertpark. Jetzt sind wir schon im Herbst. Dann sind das die Kunsthofpassage in der Neustadt, der Striezemarkt und wir sind im Winter angelangt. Und ganz zum Schluss der große Garten im Winter mit dem zugefrorenen Carola See. Ein wunderschönes Wimmelbuch, das genau die Stadt Dresden in seinen Eigenschaften so wiedergibt, wie man auch als Einheimische die Stadt kennt. Nicht nur, und das ist wirklich positiv herauszustreichen, aus touristischer Sicht, sondern auch Einheimische werden eben mit dem Zoo, dem Carola-Schlösschen oder dem Waldspielplatz ihre Freude haben, einfach mal andere Szenen zu sehen. Frisch, innovativ in der Gestaltung, nicht zu viel drin, aber auch nicht zu wenig. Immer wieder findet man die Graugansgrundchen, nach der man suchen kann oder nach dem Ballon. Und das macht einfach Spaß, dieses Buch anzuschauen. Also ich empfehle es sehr, sehr gerne. Nicht nur für die kleinen Kinder, also man schon Kinder ab 2 Jahren könnte sich das angucken, sondern auch die Erwachsenen werden ihre Freude haben als Mitbringsel für Touristen oder eben auch für als Geschenk an Verwandte hier zu Hause, die in Dresden zu Hause sind. Einfach ein wunderbares Buch, kostet glaube ich 14,95. Alle Informationen zum Buch und die ausführliche Rezension, die ich im Blog geschrieben habe, verlinke ich im Infobox. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit dem Mein Stadtwimmelbuch Dresden von Wolfgang Slawski aus dem Willegoos Verlag, 2012 in der ersten Auflage erschienen. Vergebe da 5 von 5 Sternen. Eigentlich würde ich gerne sogar noch mehr geben, weil ich da wirklich sehr begeistert bin von diesem Buch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit irgendeinem anderen Kinderbuch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Wenke Bönisch.